Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße zunächst die Hörer von 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival und das WDR Fernsehen wird ungefähr eine Viertelstunde später zuschalten. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Hotel Mama. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die trotz fortgeschrittenen Alters sich immer noch von der Mama so richtig umsorgen lassen, die zu Hause wohnen, sich bekochen lassen, die Mama putzt, die Mama wäscht und so weiter. Und ich würde auch gerne mit Müttern reden, die Mama-Söhnchen oder Mama-Töchter haben. Und auch sehr gerne mit den Partnern oder Partnerinnen von Mama-Kindern, die von der Mama nicht wegkommen, die unter dem Rock der Mama nicht hervorschlüpfen können wollen oder sich nicht trauen. So, ich bin gespannt auf unsere ersten Anrufer. Ihr erreicht uns wie immer unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Manuela und ist 43 Jahre alt. Hallo Manuela. Hallo, guten Morgen Domian. Ja, guten Morgen. Hotel Mama, dazu hast du angerufen. Ja, und zwar geht es darum, dass mein Lebenspartner noch in einer Art wie Hotel Mama lebt. Ja, aber er wohnt noch bei der Mama? Nee, also nicht direkt. Er hat eine Wohnung im gleichen Mietshaus, eine Etage drüber. Ja. Und hält sich aber, wie gesagt, wenn er mal bei sich ist, wie gesagt, zum Mittagessen zu Hause auf bei Mutter. Und dann wird das da verzehrt, die Wäsche wird für ihn gewaschen. Oh. Und alles sowas, ja. Also Mama und Sohn wohnen in demselben Haus, in demselben Mietshaus. Mietshaus, ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind schon gute drei Jahre zusammen. Ja. Wie weit wohnst du entfernt? Ungefähr einen Kilometer Luftlinie. Und warum wohnt ihr beide nicht zusammen, du und dein Liebster? Ja, das hat verschiedene Gründe, unter anderem finanziell, aber wie gesagt, auch jetzt durch die Situation, die ich da erlebe seit gut drei Jahren, dass ich also da nicht zusammenziehen möchte. Ach so, weil, also du möchtest auf keinen Fall da hinziehen. Ja, genau, weil mein Lebenspartner auch nicht dort wegziehen würde aus dem Haus. Ach so, das heißt, ganz klar und platt ausgedrückt, die geht das auf die Nerven, diese enge Bindung? Also dass, wie gesagt, diese Dinge noch von Muttern sehr viel erledigt werden. Behördengänge und ähnliches auch noch. Wie alt ist denn dein Partner? 40. 40? 40, ja. Also du würdest schon sagen, das ist ein Mamasöhnchen. Ja, im Grunde schon, ja. Die Mama hat alles noch so im Griff und organisiert alles. Sein Leben. Mhm. Was macht er vom Beruf? Der ist bei der Bahn, ja. Betriebsschlosser. Gibt es denn schon mal Streit zwischen dir und deinem Freund wegen der Mutter? Ja, also es kommt zu Diskussionen schon mal wegen diesem Thema. Ja, und wie verhält er sich dann? Naja, er versucht neutral zu bleiben, weil er will natürlich einerseits zu mir stehen, wiederum auch natürlich zur Mutter. Mhm. Ja. Und wie kommst du mit der Mutter zurecht? Also oberflächlich gut, aber es wurde schon viel intrigiert gegen mich. Ach so. Aus dem Hintergrund, weil, wie gesagt, die Beziehung dort auch nicht gerne sehen wird. Von der Mutter. Ah ja. Ist das so eine Art Eifersucht, könnte man das sagen? Ja, kann man so ausdrücken. Das ist natürlich mal misslich. Die Mamasöhnchen, die sich dann bemuttern lassen, das ist die eine Seite. Aber oftmals haben die Mütter ja auch großen Spaß daran, noch so lange in das Leben eingreifen zu können und auch eine gewisse Macht ausüben zu können. Ja, so ist halt auch mein Eindruck. Ja. Wie siehst du eure Zukunft? Weiß ich nicht genau. Kann ich gar nicht beschreiben. Gibt es denn immer, so in der zunehmenden Zeit, immer mehr Konflikte wegen diesem Thema? Nein, nicht zunehmend, aber stetig. Ein Dauerthema. Ja, kann man so ausdrücken. Ja. Wenn du Spannungen empfindest zwischen der Schwiegermutter, sage ich in Anführungszeichen, und dir, hält dein Freund sich dann immer neutral oder tendiert er dann doch eher noch zur Mama? Oberflächlich neutral, aber ich merke, dass doch die Tendenz eher zur Mutter geht. Oh, das klingt nicht gut, ne? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Obwohl ich ja weiß, dass er wirklich Gefühle für mich hat. Also das schließe ich ja da deswegen nicht aus. Aber wie gesagt, das tendiert dann doch eher zur Mutter, habe ich den Eindruck. Mhm. Ja, nochmal so die Frage. Hast du Sorge um eure Zukunft? Ja, kann ich so einräumen. Ja. Dass da schon Bedenken bestehen. Ja.
Also die ideale Lösung wäre ja, wenn ihr euch zusammen eine Wohnung suchen würdet, außerhalb dieses Hauses, in ja, dem die... Es ist schon lange eine Diskussion zwischen uns, aber das wiegelt auf, also rund weg ab. Das ist eben nicht begreiflich zu machen, dass das so, das wäre doch eigentlich ein Kompromiss, indem du sagst, pass mal auf, wir ziehen zusammen, aber wir ziehen irgendwo in anders. Es muss ja nicht sehr weit weg sein. Nee, Hauptsache, hab ich alles schon ins Gespräch gebracht, macht es. Abgelehnt. Mhm. Und da wurde mir dann auch vom Bruder schon vorgeworfen, ich würde ja meinen Partner der Familie wegnehmen wollen. Ach, da gibt's noch einen Bruder. Wegzug. Ja, es gibt noch einen etwas jüngeren Bruder. Und der ist auch so eng an die Mutter gebunden? Auch sehr eng, ja. Der wohnt auch direkt dort im Nachbarhaus. Und gibt's auch einen Schwiegervater? Ja, der ist auch von. Und ja, aber da in jeglicher Hinsicht doch recht zurückhaltend. Das hört man oft so. Das sind dann eher so dominante Frauen, dominante Mütter. Mhm. Und die Väter und Ehemänner halten sich da zurück. Ja. Vielleicht wäre das in eurem Fall gar nicht so schlecht, wenn ihr beide mal zu einer Beratung gehen würdet. Habe ich auch schon angesprochen. Ja. Meint er, das wäre nicht nötig. Er sieht da also keine Notwendigkeit für eine Paarberatung oder ähnliches. Oh, dann mauert er aber. Ja, total. Ja. Also, ja, in der Hinsicht sehr. Also das finde ich immer sehr provokant, wenn ein Teil sagt, ich möchte gerne eine Beratung haben, ich empfinde das als notwendig, und der andere sagt, ich empfinde es nicht als notwendig. Ja, genau. Die Tatsache, dass es einer für notwendig erachtet, heißt für mich, es ist notwendig für die Beziehung. Auf jeden Fall. Zumal, wie gesagt, also auch gegen unsere Beziehung ja, wie gesagt, zum Teil sehr stark gearbeitet wurde, ungefähr ab ein halbes Jahr, nachdem wir zusammen waren. Mhm. Und ja. Vielleicht wäre es in dem Fall gar nicht so schlecht, Manuela, wenn er das nicht macht, dass du erstmal sagst, okay, ich möchte das aber und ich gehe erstmal alleine hin. Ja, habe ich auch schon angestrebt. Also wie gesagt, da bin ich schon bei, eine gute Paartherapeutin oder ähnliches zu suchen. Finde ich immer einen guten Schritt. Das heißt, dann hast du erstmal einen permanenten Gesprächspartner und vielleicht gerät er ja in Zugzwang, dass er nach ein paar Mal denkt, oh, da schwimmen mir die Fälle weg, ich muss da mal hingehen und mal meine Duftmarken setzen. Ja, ne? Weil wie gesagt, mir ist ja eigentlich auch dran gelegen, dass unsere Beziehung bestehen bleibt. Also du liebst diesen Mann schon? Ja, auf jeden Fall. Also mir ist der Mann schon wichtig. Also und du hast auch den Eindruck, dass er dich durchaus liebt? Ja, also das betont er eigentlich immer wieder. Wir haben auch gerade heute telefoniert, er ist heute zu Hause, weil die Mutter Geburtstag hatte. Und er meint auch, also wenn er nicht noch zu mir stehen würde, dann wären wir gar nicht mehr zusammen von seiner Seite. Ja. Er hat auch schon in schweren Zeiten, die ich hatte in den 3 Jahren, total zu mir gestanden. Also da kann ich nichts Schlechtes sagen. Ja, also ist das schon eine tolle Sache eigentlich, eure Verbindung? Und dann sollte man da auch, wie man immer mit, wenn man mit Wertvollem umgeht, da auch behutsam mit umgehen. Aber man sollte versuchen, etwas zu machen. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde gerne dir noch meine Psychologin geben. Ja, das würde mich freuen. Das heißt, die Sabine, die heute Nacht da ist, könnte dir noch eine ganz gute Anlaufstelle geben, wohin du oder ihr euch wenden könntet und so weiter. Gerne. Ja? Dann machen wir das so, Manuela. Okay, du legst bitte auf und die Sabine ruft dich an und ich wünsche alles Gute. Okay, schönen Dank und du machst eine ganz tolle Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, falls ihr gerade reingeschaltet haben solltet. Unser Thema heute Nacht heißt Hotel Mama. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die im Hotel Mama wohnen oder vielleicht nicht mehr im Hotel Mama wohnen, aber immer noch irgendwie so mehr oder weniger unterm Rock der Mama wohnen, wenn auch in einer eigenen Wohnung inzwischen, also die sich von der Mutter sehr immer noch betütteln und bemuttern lassen und gerne mit Partnerinnen und auch gerne mit Müttern. Wie findet ihr das denn, dass euer Sohn oder eure Tochter immer noch so nah und so eng an euch gebunden ist? 0800 220 50 50. Verbunden bin ich jetzt mit der Gerda und Gerda ist 58. Guten Morgen. Grüß Gott, Domian. Hallo Gerda. Gerda hier. Ja, wie sieht's denn bei dir aus, oder bei euch aus? Bei mir ist es so, kein Partner, sondern bei mir ist es der Sohn. Ich lebe mit dem Sohn zusammen in einer Dreizimmerwohnung und mir wird letzte Zeit immer häufiger gesagt, wann schmeißt denn endlich raus? Dabei ist er eigentlich erst 24 und ich finde es eigentlich noch gar nicht so eilig. 24? 24 ist noch so im Bereich. 25. Ja, was macht er vom Beruf? Der ist vom Beruf Schreiner und kann sich eben finanziell, der arbeitet bei einer Zeitarbeitsfirma und da verdienen die nicht so viel. Mhm. Er kann sich finanziell noch keine eigene Wohnung leisten. Also sind aber das meine Bekannten stoßen sich letzte Zeit immer häufiger daran, dass der noch zu Hause wohnt. Also sind es eher, würdest du sagen, finanzielle Gründe, weswegen er zu Hause wohnt? Nicht, ganz genau, ja. Also nicht in erster Linie Bequemlichkeit und Trägheit? Das kommt auch noch dazu. Ach, das kommt auch dazu? Ja, er ist vor allen Dingen Legastheniker und er ist im Schriftlichen nicht so gut. Ich mache auch seine Buchführung und er sagt immer, ich bin seine Sekretärin. Er hat noch einen großen Bruder, der ist 35 und der Bruder findet es gar nicht gut, dass ich seine Buchführung mache.
Ach so. Also da schimpft er immer. Da hakt es dann doch, da kommen ja doch schon verschiedene Aspekte zusammen. Ja, und kochen tue ich auch für ihn. Wir leben ja in einer Dreizimmerwohnung, da muss ich ja kochen. Ja. Und das ist allerdings für mich auch gut, weil da muss ich kochen. Für mich alleine würde ich gar nicht ordentlich essen, gesund essen. Und die Wäsche mache ich natürlich auch. Das kommt, weil ich in einer Dreizimmerwohnung mit ihm ja zusammenlebe. Und putzt du auch sein Zimmer? Nee, das macht er selber. Das macht er selber? Das macht er selber. Da holt er sich den Staubsauger, das macht er selber. Ja. Was er auch noch macht, ist, er geht gerne einkaufen, er holt Getränke mit dem Auto, das macht er ganz gern. Mhm. Aber sonst mache ich eigentlich alles für ihn. Wo lebt der Vater deines Sohnes nicht mehr? Ja, wir sind getrennt, geschieden, der lebt außerhalb von München. Ja. Wie sieht dein Sohn das denn selbst? Hat er denn für sich irgendwie so eine Altersangabe im Kopf, wo er sagt, dann muss ich aber wirklich draußen sein? Nein, aber er hat den Bruder als Beispiel vor Augen. Der Bruder hat auch bis 29 zu Hause gelebt und dann ist er erst ausgezogen. Ja. Und da konnte der sich eine eigene Wohnung leisten. Ja. Aber er kann es noch nicht. Er hatte auch eine Freundin bis Neujahr. Mhm. Und Neujahr hat er Schluss gemacht, die wollte mit ihm zusammenziehen, da hat er Schluss gemacht. Ach. Ja, das wollte er nicht. Die wollte mit ihm zusammenziehen? Das heißt, wollte mit ihm zusammenziehen, das heißt, die hat gerade jetzt im April wäre es gewesen, da hat die eine Eigentumswohnung gekriegt von ihren Eltern und wollte mit ihm zusammenziehen und er wollte es nicht. Warum nicht? Auch aus finanziellen Gründen. Ja, aber dann hätte er doch nichts zahlen brauchen. Doch, er hätte schon, die wollte die Wohnung abbezahlen und da wollte er sich, hätte er sich auch beteiligen müssen. Ach so. Wie viel? Auch aus finanziellen Gründen, das hat er ihr gesagt, könnte er sich das noch nicht leisten. Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass die finanziellen Gründe auch so ein bisschen vorgeschoben sind. Ein bisschen bequem ist er auch. Ja, glaube ich nämlich auch. Was den schriftlichen Kram, seine Rechnung und sowas und seine Ordner, die habe ich so in der Verwaltung. Mhm. Das findet er ganz gut, da lächelt er manchmal drüber. Mhm. Wie gesagt, er sagt dann immer ganz amüsant, ich bin seine Sekretärin. Wenn ich fragen darf, wie viel verdient er denn zurzeit im Monat? So 1200. Ja gut, da kann man aber doch auch... Nee, wenn er hat ein Auto mit Auto, da kann man sich in München keine Wohnung noch mit leisten. Stimmt, in München ist ja teuer. Aufs Auto verzichten. Mhm, ja, gut, das ist jetzt ein bisschen grenzwertig. Ich sag mal, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Irgendwie würde das sicherlich auch gehen. Was meinst du denn? Mit 24 wird es da schon Zeit? Oder? Naja, also ich finde es immer gut, wenn junge Leute relativ früh auf eigene Beine kommen. Weil das Lebenserfahrung bedeutet. Mhm. Es bedeutet Lebenserfahrung, eine eigene Wohnung halt zu führen, einzukaufen, den Haushalt zu gestalten, sich mit allem halt zu beschäftigen, was eben eine eigene Wohnung bedeutet. Und es ist immer gut, wenn man relativ, finde ich, relativ früh abgenabelt wird. Mhm. Ich glaube, das macht... Selbst bin auch mit 19 Jahren zum Tegernsee gegangen. So, siehste? Und es hat dir nicht geschadet. Es hat dir sicher für dein Leben, war das von Vorteil. Ganz bestimmt, ja. Ja. Und wenn das jetzt der Grund gewesen sein sollte, weswegen er sich von seiner Freundin trennt, nur dieses, dann finde ich das aber schon sehr bedenklich, dass er mit ihr zusammenziehen sollte. Die waren anderthalb Jahre zusammen. Und ja, wirklich, in dem Moment, wo sie sagte, komm, wir ziehen in meine Wohnung, hat er gesagt, ich mach Schluss. Mhm. Mhm. Aber das hat er mir erzählt, zu mir hat er gesagt, er könnte sich's finanziell nicht leisten. Jetzt frage ich dich aber, würdest du ihn denn auch gerne gehen lassen? Wenn er geht und er hat eine feste Freundin, so eine langjährige Beziehung, würde ich ihn auch gehen lassen. Ja, weil die Mütter, natürlich, dann bist du ja alleine und das ist man ja auch nicht so gerne. Aber ich weiß, meine Söhne würden mich besuchen. Da habe ich jetzt keine Angst vor. Ich würde ihn auch nicht rausschmeißen, wenn soll er von alleine gehen. Ja, ne? Aber die Mütter haben natürlich auch deine Aufgabe. Du wirst gebraucht, du hast eine feste Tagesstruktur durch ihn und das würde alles wegfallen. Ja, das schon. Und das heißt, dann müsstest du dich auch ganz neu einrichten. Ja, gut. Ich wäre dann viel allein, das stimmt schon. Ja, und insofern sind oftmals auch die Mütter noch schuld, wenn die Kinder zu lange da bleiben, mhm. Weil für die Mütter es auch schwierig ist, vielleicht dann diesen neuen... Aber ich weiß, ich könnte es, wenn er eine feste Freundin hat und eine langjährige Beziehung und möchte dann zusammenziehen, so wie es ja jetzt fast schon der Fall war, das könnte ich akzeptieren. Die Freundin war auch immer hier, im Gegenteil, da habe ich die auch noch bekocht. Ach so, also da gab es keine Eifersucht zwischen dir und der Freundin? Gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe die akzeptiert, die hat auch hier geschlafen und ich hatte ein Esser mehr. Was also hattest du? Akzeptieren könnte ich eine Freundin. Ja. Also so Eifersucht, sowas besteht bei mir nicht. Mhm. Da gibt es bestimmt Mütter, die eifersüchtig wären, aber ich nicht. Mhm. Das finde ich schon mal sehr wichtig, eine wichtige Voraussetzung. Aber was die Perspektive anbelangt, finde ich, also bald müsste man drüber nachdenken, dass er auf eigene Füße kommt. Mhm. Finde ich schon.
Finde ich schon. Wo ich ein bisschen Sorge habe, was mir ein bisschen schwer fallen würde, wenn er ausziehen würde, seine Buchführung, die mache ich nun mal ganz gern. Seine Ordner, das ist auch alles schön abgeheftet, das kann er gar nicht so, wie ich das mache, nach Jahren geordnet. Und wie das, wenn ich das abgeben müsste, das würde mir ein bisschen schwer fallen. Naja, man muss ja auch nicht gleich mit dem Holzhammer alles machen. Man muss ja auch nicht alles auf einmal machen. Er könnte ja auch sich eine eigene Wohnung suchen und du machst mal erstmal noch die Buchhaltung weiter. Das würde gehen. Nö, das ging ja auch. Dann wäre das für ihn eine vorsichtige Loslösung. Für dich wäre es deine Aufgabe noch. Wäre er auch nicht so schlecht. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Mag er denn überhaupt gerne über dieses Thema sprechen? Nein, mag er auch gerne. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Jetzt im Moment sowieso nicht, seitdem die Freundin weg ist, seit Neujahr, seitdem... Jetzt ist unser gesamtes System zusammengebrochen, sehe ich gerade. Das heißt, wir werden eine kurze Zeit jetzt Musik machen und warten auf die Zuschauer des WDR-Fernsehens und hoffen, dass unsere Computeranlage dann doch wieder funktioniert. Machen wir ein bisschen Musik. Liebe Leute, jetzt begrüße ich sehr herzlich die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Wir sind ein bisschen in Verspätung, bitten das zu entschuldigen. Ich hatte es euch gestern aber auch schon angekündigt. Wir haben hier im Radio und bei 1 Festival schon angefangen mit unserem Thema heute Nacht. Das Thema heute Nacht heißt Hotel Mama. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die schon, sagen wir mal, im fortgeschrittenen Alter immer noch sich von der Mama betütteln lassen, bekochen lassen, bei der Mama wohnen oder vielleicht auch nicht bei der Mama wohnen, aber die Mama hat einen großen Einfluss immer noch auf den Sohn oder die Tochter. Und ich möchte sehr gerne sprechen mit Partnerinnen von Mama-Söhnchen oder Partnern von Mama-Töchtern. Der Begriff ist gar nicht so gängig. Oder auch mit den Müttern. Wie findet ihr die Mütter das denn, dass eure Kinder sich so sehr an euch binden und sich einfach nicht lösen können, obwohl sie vielleicht schon 28, 29, 30, 35 oder gar 50 Jahre alt sind? Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema Hotel Mama, dann meldet euch 0800 220 50 50. Wir haben so einige technische Schwierigkeiten im Moment und wir versuchen das mal jetzt so peu à peu hinzubekommen. Ich höre, dass wir die Gabi 32 in der Leitung haben. Hallo Gabi. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Wir hatten gerade einen Zusammenbruch hier. Ja. Die Kollegen sind schon ganz fleißig im Hintergrund und versuchen, den Defekt wieder herzustellen. So, finde ich ganz gut. Du bist da, Gabi. Ja, und zwar folgendes. Ich habe kein Hotelmama, aber mein Mann. Also, ich bin verheiratet seit 2 Jahren und vor 3 Jahren ist mein Schwiegervater gestorben. Ja. Und dann sind wir da hingezogen in das Haus von meinen Schwiegereltern. Mhm. Die ersten 2 Tage waren auch ganz gut. Und dann, dritten Tag, kommt Mama hoch in unsere Wohnung. Steht da mit Scheibe, mit so einem Teller, mit Schnittchen, setzt sich bei uns vor den Fernseher. Ja, jetzt wollen wir mal Karl Moik oder wie der Heini da heißt. Den wollen wir uns erstmal angucken. Ja, und dann habe ich erst mir nichts bei gedacht. Aber das geht jetzt schon 2 Jahre so. Sie bestimmt das Fernsehprogramm, klar. Ach, ja, Moment mal. Sie kommt jeden Abend zu euch hoch? Jeden Abend? Ja. Sie kommt jeden Abend zu euch hoch und guckt mit euch zusammen Fernsehen und will vor allen Dingen, dass das geguckt wird, was sie gerne guckt? Ja, sie hat ja die Fernbedienung, die kennen wir ja gar nicht. Nicht? Das ist aber noch nicht alles. Wir mussten ja mal einen Schlüssel draußen stecken lassen, auch so nach dem dritten, vierten Tag. Ja. Und vor 14 Tagen ist mir wirklich die Hutschnur geplatzt, da habe ich den Schlüssel nach drinnen gesteckt und dann war ich einkaufen in der Stadt, ich komme wieder, ist die Tür ausgehängt. Ja, sie kommt jetzt einfach so hoch. Und natürlich auch, wir haben auch schon mal Sex gehabt. Also hat man ja mal so, nicht? In der Ehe kommt das vor? Oh ja, kommt ab und zu mal so, vor. Ja. Und dann kommt sie hoch mit einem Bergwäsche. Natürlich nur die vom Bernie. Sie nennt ihren Schatzi ja Bernie. Heißt aber Bernd, ne? Ja, dann kommt sie ins Schlafzimmer, guckt ganz entsetzt, geht raus. Und dann rief sie auch schon. Und dann musste er runter. Habe ich natürlich ein bisschen gehorcht. Und er sagte, was tut ihr hier da so rum? Ich denke, ihr wollt ein Kind, das muss man doch nicht jeden Tag probieren. So, nicht?
Und er sagt, hat er gar nichts großartig gesagt, kam hoch und so. Und dann rief sie noch hinterher, bei uns früher war das so, wir haben das gemacht und dann war das Kind unterwegs. Und ihr braucht das schon 10 Jahre, sagt sie. Und das ist ja lustig, aber lustig ja, ist das bestimmt nicht. Ich fand das am Anfang auch. Ich dachte, ich bin im falschen Film und habe das mal gar nicht großartig gesagt. Und dann, wenn er morgens runtergeht zur Arbeit, dann steht sie da schon mit einer Tasse Tee, damit der Junge sich nicht erkältet. Dann trinkt er noch unten seinen Tee. Wie alt ist denn der Junge? Der Junge ist 42. Der Junge ist 42? Der wird 42. Und wir haben jetzt im Mai haben wir Hochzeitstag. Und da habe ich, und Geburtstag hat er. Und dann habe ich so unsere Freunde eingeladen, obwohl die kommen fast gar nicht mehr, weil Mutti sitzt ja immer dazwischen. Also wir haben überhaupt so, wir gehen, wenn woanders hin, wenn wir Glück haben, sitzt sie nicht mit im Auto. Ne? Und ja, und dann habe ich das so gesagt, dass ich eine Party organisiert habe und so. Und ja, das wollte er mit Mama mal eben besprechen. Und dann geht er runter, kommt hoch. Nee, das müssen wir am anderen Tag machen. Ich sag, wieso? Wie, du hast doch da Geburtstag und Hochzeitstag. Ja, aber Mutti hat schon Onkel Herbert und Onkel Heinz und Onkel Siegfried und Tante Gerda. Und die sind alle über 75 zum Kaffee eingeladen. Und abends würde ihr das denn zu laut. Also, das klingt ja alles wie im schlechten Film. Ja. Und klingt im ersten Moment witzig und man schmunzelt darüber. Aber das ist ja alles andere für dich als zum Lachen und zum Schmunzeln. Ja, ich habe das jetzt auch folgendermaßen gemacht. Ich hoffe, dass er jetzt zuhört. Ich habe ihn heute Abend zu seinem Kumpel geschickt, habe den eingeweiht, dass ich anrufe und wenn ich durchkomme, er soll sich das mal angucken. Ich habe in 14 Tagen eine Wohnung. Wenn er nicht mitkommt, dann muss er eben bei Mutti bleiben. Also ich habe ihm das schon oft gesagt. Wir haben ja auch vorher alleine gewohnt. Ja. 6 Jahre lang. Ach so. Und das ging auch ganz gut. Und da kam die Mutter nicht so oft dann zu euch in die Wohnung? Nee, da kam der Vater, der ist vor der Mutter geflüchtet. Aber das ging noch, der war ganz lustig. Ne? Ja, ja. Aber auch nicht jeden Tag, so ab und zu. Und da sagte er, ich musste da raus und ach, das war ganz schlimm und der war aber auch nett. Bevor wir jetzt auf den Plan der neuen Wohnung kommen, wenn das jetzt so, es geht ja schon eine ganze Weile so und das sind ja schon sehr heftige Vorfälle, die du uns gerade geschildert hast und wahrscheinlich nur die Spitze vom Eisberg. Ja. Nun klingst du nicht gerade sehr zurückhaltend. Nee, bin ich eigentlich. Das heißt, du hast doch da bestimmt schon öfters auf den Tisch gehauen, oder? Was meinst du, was da schon los war? Da hat's gescheppert. Aber hallo. Das heißt, du hast dich mit ihr, mit der Schwiegermutter, schon richtig gestritten? Ich habe erst versucht, im Ruhigen mit ihr zu reden. Aber das hat nichts genutzt. Ich hatte ja auch Verständnis am Anfang, dass ihr Mann denn nicht da war. Okay. Und hatte ich ja auch alles. Und dann habe ich gedacht, naja, es wird sich ja wohl mal ändern. Die wird ja auch mal ihre Freunde einladen, aber die hat ja auch keine. Aber es hat sich nichts geändert und ich denke mal, dass dann die Fetzen bei euch geflogen sind. Ja, natürlich. Ja. Und es gibt keinen Kompromiss und die Fronten sind verhärtet. Ja, sie sagt, solange ihr hier bei mir wohnt, das ist mein Haus. Hänge ich die Tür raus. Richtig, ich kann die Tür aushängen, was ich will. Wir haben oben auch keine Schlüssel in den Zimmern, die hat sie alle rausgenommen. Jetzt finde ich ganz, ich lache immer darüber, das ich ist nicht zum Lachen. Ich muss selber manchmal drüber lachen, weil ich finde, das ist Aber so. Ganz, ganz wichtige Frage in dieser Thematik. Wie verhält sich dein Mann? Ja, der sagt, Mensch, dann können wir doch auch Miete sparen. Ich sag, du, dann gebe ich lieber, wir haben nicht wenig Geld, also wir können uns schon eine Wohnung leisten, das ist gar nicht das Problem. Nein, zum Beispiel in so einem Streit, also es kommt jetzt aufgrund irgendeiner Geschichte wieder zum Streit. Du kriegst dich mit der Schwiegermutter in die Haare, dein Mann steht daneben, der Sohn. Was macht der, was sagt der? Der sagt, nun lass doch Mama mal in Ruhe, sie hat ja recht. Immer. Das heißt, dein Mann der steht... Der hat Angst, da zu sagen. Was meinst du, was die machen würde? Sie schiebt denn ja, sie sagt, sie ist herzkrank. Die ist gar nicht herzkrank. Das heißt, dein Mann hat noch nie zu dir gestanden in einem Konflikt, wenn es um die Mutter ging. Nein, er sagt, dann lass uns mal ruhig sein. Die geht ja gleich dann runter, die beruhigt sich. Ich rede mit ihr, aber das ist jetzt 2 Jahre schon. Wie hältst du das denn schon jetzt 2 Jahre aus? Ich weiß es selber nicht. Ich liebe ihn ja auch. Ne? Und wir wollten ja auch... Ja, aber ich will dir sagen, Gabi, das würde mich, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, schon... Gut, du liebst ihn. Das ist ja zu respektieren. Aber das würde mich schon sehr provozieren, wenn mein Mann immer und immer und immer gegen mich wäre und sich immer auf die Seite der Mutter schlagen würde. Der äußert sich eigentlich gar nicht so richtig, wenn seine Mutter dabei steht. Aber das bedeutet ja letztendlich, dass er zu ihr hält, wenn er sich nicht äußert. Er hat Angst, ja. Er hat Angst. Und dann, ich sag, wie albern, die ruft dich Bernie. Habe ich ihr auch gesagt. Ich sag, ey, wie peinlich ist das denn? Denn draußen im Garten ganz laut, Bernie, Baby, ganz laut schreit sie da durch den ganzen Garten. Na gut, wenn sie ihn immer Bernie genannt hatte, ist es aber auch... Bernie, Baby. Und dann habe ich so gesagt, ich sag, das ist doch kein Baby mehr. Da sagt sie, du kannst da überhaupt nicht mitreden, Kind. Du hast ja noch gar kein Kind. Ein Kind bleibt immer ein Kind für die Mutter. Hat sie recht. Ja, richtig, aber nicht ein Bernie, Baby. Also. So, jetzt hast du aber schon Konsequenzen gezogen und erzähl das mal mit der Wohnung. Ja, und dann, das hat
letztens auch, da räumt sie mal seinen ganzen Schrank aus und bügelt alles nach und so. So hat der Bernie das gerne. Und da ist mir so der Kragen geplatzt, da habe ich die genommen. Ich hätte sie fast in den Arsch getreten. Hab sie fast die Treppe runter, ja, geschmissen ja nicht, aber es war kurz davor. Ich sag, mach, dass du hier rauskommst. Hm. Dann habe ich eine Freundin angerufen, von der wusste ich, dass die eine Wohnung hat, die auch groß genug für uns beide ist. Hm. Erstmal wenigstens zum Übergang. Ja. Habe ich ihm das gesagt, aber der nimmt mich gar nicht für ernst. Der hat nur gebremst und sagt er so, ja, zahlen muss ich dir, sagt er so, ne? Ist die Wohnung, das habe ich jetzt nicht verstanden, hm, ist die schon angemietet? Die ist angemietet. Die ist angemietet? Ja. Die Wohnung ist angemietet. Das heißt, du könntest zu jeder Zeit in diese Wohnung gehen. Da kann ich, nee, in 14 Tagen. In 14 Tagen, okay. Da sind noch keine Möbel drin, aber die Wohnung ist angemietet. Nee, die Maler sind jetzt da drin, die sind da ausgezogen, die Maler sind drin und dann, was weiß ich, dann muss ich, dann werde ich da einfach die Möbel reinstellen und dann soll er bei Mutti unten wohnen. Dass das alles so ernst ist, weiß er jetzt schon. Jetzt hört er das, ich hoffe es. Aber du hast ihn, Baby? So. Du, aber du hast es ihm das vorher mit der Wohnung auch schon angedeutet. Ich habe ihm das gesagt. Ja, ich sage, du, ich kann die und die Wohnung kriegen. So, du benutzt jetzt quasi mein Gespräch, ja, um ihm ein Ultimatum zu setzen. Richtig. Du sagst, wenn du nicht mitkommst, dann gehst das du alleine. Ich habe ihm zwar schon gesagt, das lächelt, da lächelt er nur. Er denkt, ich bin zu blöd, eine Wohnung zu finden, aber so blöd bin ich ja nicht. Also, wenn er sagt nein, dann gehst du alleine in die Wohnung? Ich gehe alleine. Das ist für dich schon ganz klar? Das ist klar. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren? Nee. Nee. Nee, und hier der Freund, der da heute ist, der ist ja eingeweiht. Und der sagt, das ist das Einzige, was du machen kannst. Mhm. Und weil es ging, es hat ja vorher auch funktioniert. Er kann ja seine Mutter besuchen, mhm, und alles. Das ist mir ja ganz egal, aber mhm, ich gehe da bestimmt nicht mit. Das heißt, du pokerst jetzt sehr hoch. Das kann sein, dass eure Ehe kaputt geht. Ja. Und wenn er nicht mitkommt, weißt du was, dann freue ich mich, wenn unsere Ehe kaputt geht. Ist vielleicht erst schwer. Obwohl du ihn liebst. Ich liebe ihn, ja, und das weiß er auch. Sonst aber hätte du ich das würdest, so lange aber, gar nicht mitgemacht. Aber der Leidensdruck mittlerweile ist so groß, mhm, und du hast, um es salopp auszudrücken, die Faxen so dicke, ja, dass du selbst das in Kauf nehmen würdest. Ja. Weil du keine Lust mehr hast, in diesem Haus zu bleiben. Nein, du musst dir mal vorstellen, ich koche meinetwegen, wenn er abends von der Arbeit kommt, entweder kommt sie hoch und rührt in meinen Pötten rum und sagt, das ist der Bernie nicht. Hm. Und dann geht er schnurstracks unten durch in ihre Küche und da ist schön gedeckt, aber natürlich nur für die beiden, für mich nicht. Und dann ist er da und dann kommt er hoch, ha, da haben wir aber wieder Geld gespart, sagt er. Ich habe schon bei Mutti gegessen. Das ist, ja, es ist wirklich unfassbar. Es ist wie in einem trivialen Film. Ja. Aber so ist das Leben manchmal. Also das ist doch nicht normal. Nein, natürlich ist es nicht normal. Und ich verstehe auch wirklich nicht von deinem Freund, von deinem Mann, nicht von deinem Freund, von deinem Ehemann, dass er, um nicht eure Ehe zu retten, da schon ich die Not... Ja, gleich, ob er das jetzt macht oder ja, nicht, dass wenn er nach Hause kommt, ne? Ja, dass er die Notbremse zieht und sagt, okay, wir ziehen wieder in eine eigene Wohnung. Ich, ja, habe ein, es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass er einen guten, respektvollen Kontakt zu seiner Mutter hat, auch innigen Kontakt. Dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Aber er muss sich ebenso respektvoll und innig dir gegenüber verhalten. Ja, letztens auch, da war es kalt draußen und wir haben nur ein Auto. Ja. Und sie ist ja morgens denn manchmal hinter ihm hergelaufen und hat ihm noch eine Pudelmütze hinterhergebracht, damit er keine kalten Ohren kriegt, weil er ist mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das ist kurz um die Ecke. Wenn ich aber einkaufen fahre, dann muss ich wirklich so ein paar Kilometer fahren. Mhm. Ne? Und er sagte, du kannst doch wohl mit dem Fahrrad. Der Bernie, der erkältet sich doch, wenn der jetzt morgens da auf dem Fahrrad sitzt. Und dann haben die das so gemacht und ich kein Auto und dann sollte ich für sie noch mit einkaufen. Mhm. Was macht der Bernie eigentlich vom Beruf? Kfz-Mechaniker. Ja, der hat da so mit einem Kumpel zusammen, haben die sich selbstständig gemacht. Ja. Bist du auch berufstätig? Nein. Nee. Nee. Kämst du denn alleine finanziell über die Runden? Ja. Ja. Mhm. Okay. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles im mhm, guten Bereich. Mhm. Und das weiß er auch. Mhm. Damals, als ihr eine eigene Wohnung hattet vor vielen Jahren, mhm, war das Verhältnis, ich habe es gerade so rausgehört, zwischen dir und der Schwiegermutter aber auch schon angespannt, ne? Es war angespannt, aber sie hatte ja noch den Schwiegervater zum Betrug. Da war sie abgelenkt? Genau. Und man ging irgendwann nach Hause und verließ das Haus und dann war erstmal wieder Ruhe. Ja, ich bin denn so, wenn irgendwie so Feste waren oder mal so und das mit zum Kaffee und das war, es ging. Okay. Und dann waren wir, mhm, ja wieder zu Hause, ne? Mhm. Und wir hatten auch eine tolle Ehe und also wir haben uns, also oder lieben uns ja jetzt auch noch, mhm, aber damals war das also eben so richtig schön alles. Verstehe, aber es ist alles viel schlimmer geworden durch das enge Aufeinanderhängen in dem gemeinsamen Na, Haus. Na, eng ist es ja noch nicht mal. Na gut, aber es ist ein Haus und mhm, ein Eingang und ein Flur und so weiter, ne? Ja, aber ja, ein Eingang schon, aber dann ist unten so der Flur und wir müssen dann ja die Treppe. Ja, ja. Das war ja alles separat, bis die Tür ausgehängt wurde. Unfassbar. Gabi, ich wäre sehr interessiert daran, was aus der Geschichte wird. Ja.
Schick uns doch bitte eine Mail. Ich hab jetzt gar keinen Computer hier. Dann würden wir dich vielleicht diese Woche nochmal anrufen und wir beide unterhalten uns nochmal. Ja. Und du erzählst mir und uns, wie dein Mann darauf reagiert hat, auf dieses Gespräch in der Sendung. Das mache ich. Ja? Mhm. Also meine Kollegen würden dich dann gleich nochmal anrufen und dir vereinbart dann einen Termin, wann das Gespräch stattfindet. Ja, ist gut. Dann wünsche ich, dass ihr eure Ehe rettet. Das wünsche ich. Das wünsche ich mir ja auch. Und wünsche euch alles Gute. Weil wie gesagt, wir wollten ja ein Kind und alles, aber das ist gar nicht möglich. Die kommt ja immer ins Schlafzimmer. Die kommt ins Schlafzimmer und dann sagt sie immer, ihr turnt da nur rum, kommt ja nicht zustande. Einen Pornofilm hat sie mal gefunden, das hättest du mal sehen sollen. Die ist ausgerastet und weißt du, was ich glaube? Hm? Den guckt die sich unten heimlich an. Ehrlich, habe ich ihr auch gesagt. So eine Sauerei gucke ich nicht. Ich sage, woher weißt du denn, dass das auch so eine Sauerei ist? Ich glaube, ich könnte die ganze Sendung mit dir bestreiten. Ja. Du hast ja so viel zu erzählen. Aber dennoch, wir machen so viel erzählen, du. Wir machen das aber. Dackel, ne? Saß bei uns im Auto. Wir wollten jemanden besuchen. Sie sitzt bei uns im Auto mit ihrem dicken Dackel. Ich sage, es mag Hunde. Der Hund kann mitfahren. Du gehst raus. Oh, da war was los. Also, wir machen es so, dass wir dich diese Woche nochmal anrufen und wir sind alle sehr gespannt, was draus geworden ist. Ja, okay. Alles Gute. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, das war die Gabi und jetzt geht es weiter mit Christian, den haben wir nicht hier in meinem PC. Dann frage ich mal meine Regie. Dennis ist hier, Dennis ist 24, guten Morgen Dennis. Ja, guten Morgen Jürgen. Hallo Dennis. Ja. Wohnst du im Hotel Mama? Ich wohne im Hotel Mama noch, ja. Du bist 24 Jahre alt. Erzähl mal ein bisschen so von dir, deinem Leben. Ja, mein Leben hat damit angefangen, eben ganz normal Realschule, dann Fachabitur und eben alles mit Hotel Mama, was ja auch in Ordnung ist. Dann habe ich ein Studium angefangen, Wirtschaftsinformatik. Ja. Das habe ich auch geschludert und jetzt studiere ich technische Informatik. Und das ist auch nicht gerade so das Wahre. Ach so, du schluderst das alles irgendwie so dahin? Ja, genau. Irgendwie. Aber das hat, glaube ich, auch was mit Hotel Mama zu tun. Bist du Einzelkind? Ja, ich bin Einzelkind, genau. Und wohnst du nur bei der Mama oder bei den Eltern? Bei meinen Eltern. Bei den Eltern. Ja. Und musst du da irgendetwas abgeben an Geld? Nee, eigentlich nichts. Hast du denn Einkünfte? Nein. Darum bin ich auch zurzeit am Suchen, am Nebenjob. Ich habe wohl Studentenkredit am Laufen, aber ja, solange ich da keine Leistung bringe, wird da auch nicht mehr weiter bezahlt. Eben. Verstehe. Ja. Kriegst du denn so eine Art Taschengeld von deinen Eltern? Ja, sicher. Das kriege ich so zwischendurch. Hier, Dennis, hast du mal wieder mal was. Und wenn ich auch mal weggehe, dann geben sie mir auch mal was. Wie viel kommen denn da so über den Daumen im Monat zusammen? Wenn nur das ist von meinen Eltern kriege? Ja. Ja, wenn man das so rechnet, wenn man ja alles zusammenrechnet, ich habe ja ein Handy, was über meine Eltern läuft und die ganzen anderen Sachen, dann sind es bestimmt 200-300 Euro oder mehr. Ach so, die Handyrechnung bezahlen deine Eltern auch? Ja, sicher. Was macht denn dein Vater vom Beruf oder deine Eltern? Ein Vater ist selbstständig und fährt LKW und meine Mutter ist Bürokauffrau. Also das hört sich nach einer normalen, soliden Familie an, nicht ja, nach genau. Großem Reichtum. Ja, ganz normal ebenso. Ganz normal, also sind keine scheinreichen Leute, deine Eltern. Durchschnittsbürger. Mhm. Ja. Den du somit dann sehr auf der Tasche liegst. Ja, schon. Hast du denn in der letzten Zeit mal eine Weile zumindest einen Job gehabt? Ja, eben das Studium und dann suche ich immer was, aber wenn ich dann was anfange, dann dauert das auch nur ein paar Wochen. Zum Beispiel, ich wollte das jetzt erst Studium beenden, ja, dann über eine Zeitarbeitsfirma beim Callcenter arbeiten, aber wo ich das dann wieder zu Hause gesagt habe, hat meine Mutter wieder gesagt, ja, Dennis, kannst du nicht das Studium schmeißen. Und die weiß ja nicht so, dass ich nicht so regelmäßig dahin gehe. Mhm. Die denken ja auch, dass ich das alles noch gut und heiter wäre und alles. Das heißt, dieses Studium, was du im Moment angeblich absolvierst, wird letztendlich auch den Bach runtergehen. Ja, wenn ich nicht weiter so faul bin wie jetzt, dann schon, ja. Wie viel Mal in der Woche gehst du denn zur Uni? Ja, 2-3 Mal, wenn überhaupt. Aber das geht noch. Wenn Übungen sind, muss ich ja hin bei Vorlesungen. Aber du lernst nicht viel und du arbeitest nicht viel zu Hause dafür. Nee, nicht so, wie man das eigentlich für ein Studium macht. Was machst du denn dann so in deiner ganzen großen Freizeit? In meiner großen Freizeit, ja zum Beispiel gleich, werde ich bestimmt irgendwann schlafen gehen. Ja. Und dann kann ich ja morgen mal gucken wegen Studium, das ist ja wieder meine Faulheit. Ja. Und wenn ich dann nicht hingehen würde, würde ich bestimmt bis 10, 11 Uhr schlafen. Mhm. Ja, und dann... Dann schön frühstücken bei der Mama? Ne, Mama... Ja, die Mama ist ja arbeiten. Mama und Papa sind... Mein Vater muss vielleicht gleich um 6 Uhr aufstehen, Mutter um 7. Ja.
Das heißt, die würden in dem Sinne nichts davon mitkriegen. Okay, du würdest dann in Ruhe frühstücken? Ja. Dann wärst du vielleicht so 12, sagen wir mal, 12:30 und ja, dann? Ja, dann habe ich auch einen Kollegen, der zurzeit auch noch eben noch nichts zu tun hat, aber bald auch eine Ausbildung anfängt, dann kann ich da vielleicht hin oder... Bisschen plaudern, bisschen quatschen. Ja. Und dann eben, und dann ist eigentlich immer der gleiche Tagesablauf, dann geht's mittags irgendwo hin. Ja. Und wenn dann zum Beispiel im Moment nichts geht, dann fährt man vielleicht nochmal nach Hause und sieht man Mama, Papa. Mhm. Man muss dann denen einfach von Heiterkeit erzählen, auch wenn es nicht so ist. So, Dennis, ja? Jetzt habe ich mir einen groben Eindruck gemacht von dir und deinem Leben. Ja, genau. Und da fliegt mir wirklich das Blech weg. Ja, das glaube ich auch. Das denke ich auch selber. Ich weiß nicht, was man... Wenn ich dein Vater wäre, ich würde dich hochkant rausschmeißen. Ja, Papa ist dann nicht Mama. Hat. Wenn ich deine Mutter wäre, ja, würde ich dich hochkant rausschmeißen. Ja, das kann... Manchmal sagst du das ja auch. Wirklich, aber ganz ernst. Ja. Das hatte nichts mit der Zuneigung, Liebe zu tun. Ja. Ich würde sagen, ja, pass mal auf, ich liebe dich über alles, aber jetzt raus. Jetzt machst du dein eigenes Leben und wir unterhalten uns erst wieder ganz vernünftig, wenn du auf eigenen Beinen stehst. Ja, ich glaube, das kann Mutter nicht. Das glaubt Papa. Und das nutzt du aus. Ja, ich glaube auch, das ist es. Und das nutzt du aus und das ist ein blödes Verhalten. Ja, das weiß ich, weiß ich. So, dann tu doch was. Ja. Letztendlich. Ich weiß aber im ersten Moment nicht, wie. Ich glaub, Dennis, letztendlich stehst du doch für dich auch nicht gut da. Genau. Wenn du vor dem Spiegel stehst, ist das ein Loser. Eine arme Socke. Ja. Eine faule, arme Socke. Ja, genau. So, und wer will das schon sein? Möchtest du eigentlich auch nicht sein? Nee, eigentlich nicht. Du wärst auch stolz, wenn du dein Ding irgendwie drehen würdest, was auch immer. Mhm. Darum suche ich ja zurzeit Ausbildung eher anstatt Studium. Das ganz Wichtige ist, dass du dir aber so schnell wie möglich irgendwie im Klaren darüber wirst, aber sehr im Klaren darüber, was du wirklich möchtest. Was für Alternativen es gibt zum Studium, ne? Auch. Ja, wenn du keinen Bock zum Studieren hast, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Mhm. Dann entscheide dich für eine Ausbildung. Ja, aber dann, setze dich auch mit voller Kraft daran, das zu machen. Das ist das eine. Ja. Das ist jetzt ein bisschen langwierig, das geht nicht von heute auf morgen. Das weiß ich. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du als junger Mann, als Student, keine Jobs findest. Ja, man kann ja gucken, ne, aber... Und ich glaube, dass du einfach zu faul dafür bist. Das glaube ich auch. Ja. Langsam. So. Es wäre ja schon eine tolle Geste für deinen Eltern, wenn du sagst, pass auf, ich gehe jetzt irgendwie Regale einräumen bei Aldi, bei Plus oder weiß ich wo. Genau. Aber da gibt's nicht so viel Kohle, aber ich mache etwas. Ja. Und ich gehe putzen. Putzstellen werden überall gesucht. Dann geht der feine Herr halt mal putzen. Ich glaube, dafür bin ich dann wieder zu fein. Ja. Aber ich hätte Respekt davor, wenn du mir das erzählen würdest. Ja, okay. Wenn du mir erzählen würdest, ich gehe als junger Kerl putzen, um mir ein bisschen Geld zu verdienen, fände ich verdammt gut, muss ich dir sagen. Ja. Und du letztendlich auch. Ja, bestimmt. So. Ja, bestimmt. Weißt du, ich find blöd, wenn du bist jetzt 24 nicht, dass du irgendwann mal, wenn du mal 40, 50 bist und denkst, mein Gott, was habe ich mich damals blöde verhalten. Ja, ich glaube, spätestens dann kann man sich die Grenzen machen, was man früher alles falsch gemacht hat. Ja, aber dann kannst du es nicht mehr ändern. Und jetzt kannst du es ändern. Jetzt steht es noch in deiner Gewalt. Und du bist ja auch in gewisser Weise einsichtig. Du bist ja nicht ganz störrisch. Nein, eigentlich nicht. Das heißt, du musst mich auch nicht erzogen, dass ich da... Ja. Meine Mutter hat mir auch bei allem geholfen. So von wegen, wo ich von der Realschule zur weiterführenden Schule wollte, war das nicht ganz klar. Dann hat Mama immer hinterher telefoniert. Ja. Hat gesagt, Dennis möchte gerne auf die Schule. Mhm. Das war zwar gut gemeint, aber in gewisser Weise irgendwann war es auch falsch, weil sie zu viel an sich gerissen hat. Ja, das glaube ich auch. Ja. So, und dann bist du 24, Perspektive spätestens 2000 und sagen wir mal Mitte 2009, das ist aber jetzt ein großzügiges Zeitfenster. Hast du deine eigene Bude? Ja. Sagen wir mal in dem Jahr. Ja. Frühjahr 2009 hast du deine eigene Bude. Das ist eine realistische Zeitspanne, wo du jetzt nicht zu mir sagen kannst, nee, schaff ich nicht. Schaffst du. Ja. Wenn du das morgen entscheidest, heute entscheidest, ich werde jetzt gravierende Dinge in meinem Leben anders machen, schaffst du das, bin ich sicher. Gut, ja. Und in einem Jahr telefonieren wir wieder miteinander. Ja, das können wir machen. So, Dennis, ich habe dir alles gesagt, jetzt musst du handeln. Ja, sicher. Aber es kommt auch, glaube ich, auch, dass weil meine Mutter immer für mich da war, dass da irgendwie dann immer so der Klick im Kopf irgendwie auf Eigenständigkeit nicht richtig umgeht. Ich würde gerne deiner Mutter auch den Kopf waschen. Die ist auch schuld.
Ja, die können, ja, die ist leider jetzt im Bett. Und ja, die sind im Bett. Aber die ist natürlich auch schuld, weil die hat dich auch so erzogen. Die hat dich verpimpelt und verhätschelt. Ja, ich habe ja auch alles gekriegt zum Beispiel. So. Die weiß ganz genau, dass ich das eine Studium abgebrochen habe. Das hat sie ja mitgekriegt. Ja. Und dann das neue angefangen habe. Und dann wollten wir nur Winterreifen für mein altes Auto kaufen. Auf einmal hatte ich ein neues Auto vor der Tür stehen. Ach, du hast auch noch ein Auto? Ja. Jetzt auch im Moment? Ja, das steht gerade vor der Tür. Ein neues Auto? Ja. Ein funkelnagelneues Auto? Ja, das wäre September 2007. Was für ein Auto? Ein Opel Astra. Ein Opel Astra, der nun wirklich auch mal nicht so ganz schnell zu finanzieren ist. Ja, der läuft über die Firma dann. Ist ja völlig wurscht. Ja. Du fährst Fahrrad und kein Auto, das wäre das Richtige. Ja, na, wäre es eigentlich, ja. Und das Benzin zahlen natürlich die Eltern auch noch. Ja, ich habe ja ein bisschen auch noch mal was gewonnen, aber das war... Okay. Dann auch jetzt bald weg, aber sonst habe ich das immer noch selber, aber wenn... Also, ja. Die Richtung ist klar, ne? Ja, genau. Dass ich davon überhaupt nichts halte, wie du jetzt im Moment lebst, habe ich dir, glaube ich, klar genug gesagt. Ja, sicher. Und letztendlich glaube ich auch, dass du es auch so siehst. Ich sehe es auch, aber ich glaube, dieser Weg dahin ist noch nicht so ganz klar in meinem Kopf oder überhaupt... Nee, weißt du, der ist auch nicht ganz klar. Ja, genau. Der klar muss dir nur sein, ich will etwas ändern. Ja. Und dann wird das auch schwierig. Ja, sicher. Aber ich sag dir, jedes Ding, was du dir selbst erobert hast, ist für dich ein Erfolgserlebnis. Ja, und die brauche ich, glaube ich, erstmal jetzt auch so. Genau, die hast du ja gar nicht. Ja, heute das erste. Ich habe heute einen Test, Einstellungstest gehabt und dann, der war erfolgreich, weil direkt danach der ausgewertet wurde und dann die E-Mail kam, dass ich jetzt zum Gespräch darf. Ach so, na ja, gut. Ja, zum Beispiel das. Aber, ja, zum Beispiel. Ja, aber ob das was wird, weiß man ja immer noch nicht. Nee. Dennis, wie auch immer, hau rein und alles Gute wünsche ich dir. Ja, kann ich ein Autogramm haben? Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir Christian hier, der gerade irgendwie verschwunden war. Christian, 28, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Christian. Hotel Mama. Richtig. Bei mir geht es um Folgendes. Also ich habe zwei Brüder, der eine 32, der andere 45. Mhm. Also ich und der 32-Jährige sind schon bereits zu Hause ausgezogen. Mhm. Der 45-Jährige will jetzt ausziehen, weil meine Mutter einen Schlaganfall hatte. Jetzt will er ausziehen, weil die Mutter einen Schlaganfall hatte? Richtig, weil er damit nicht klarkommt, die eventuell sauber zu machen oder ähnliches. Das heißt, der junge Mann, der 45 Jahre alt ist, hat sich so lange von der Mutter betutteln lassen. Richtig. Und jetzt, wo die Mutter nicht mehr kann, lässt er die Mutter im Stich. Richtig, ganz genau so. Wie schwer liegt deine Mutter da nieder? Ja, also momentan ist sie noch im Krankenhaus und die Ärzte sagen auch, sie wird weiter nicht mehr so topfit werden. Wird sie ein Pflegefall sein? Richtig, genau das. Insofern ein Pflegefall, dass sie das Bett nicht mehr verlassen wird können? Richtig, ganz genau. Ist sie im Kopf ansprechbar? Ist sie klar? Klar, also sie ist ansprechbar, aber teilweise schon verwirrt, sag ich mal. Nur es fuchst mich halt wirklich, weil er hat sich da, gut, teilweise war es auch schon meine Mutter ihre Schuld, sag ich, weil sie wollte auch mich nicht gehen lassen, aber ich war damals zur Bundeswehr gegangen und wollte danach auch nicht mehr nach Hause, durfte eigenes Leben auf die Beine stellen und so. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist jetzt 70. 70 Jahre. Genau. Und lebt der Vater auch noch? Der lebt noch, richtig. Und der ist jetzt auch schwerstens empört von meinem Bruder, weil er halt sich zu Hause immer gut gehen lässt. Also das heißt, er hat sich nicht richtig durchschmarotzt. Er hat wohl Geld zu Hause abgegeben. Er hat ganz gut verdient, also er verdient ganz gut. Was macht er denn vom Beruf? Also er schafft bei einem großen Konzern ein Fließband, sag ich mal. Also der ist da... Also er hat schon einen ganz guten Verdienst im Monat. Richtig. Bedeuten mehr als ich. Und wie viel hat er denn abgegeben im Monat, weißt du das, bei der Mutter? Also das letzte Gespräch, das ich mit ihm führte, das waren so 400 Euro. So, jetzt heißt es, wenigstens ist deine Mutter nicht ganz alleine, wenn sie jetzt nach Hause kommt, der Vater ist da. Der ist da. Ist dein Vater denn wenigstens noch rüstig und gesund? Der ist topfit, kann man sagen. Dennoch wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn der Sohn auch noch da wäre, weil man halt zu zweit besser so eine Situation managen kann als denn alleine. Der Vater wird ja wahrscheinlich auch schon, wird auch nicht mehr der Jüngste sein. Nee, aber er ist so weit topfit, aber
Ja, das Problem ist halt, ich wohne ca. 120 Kilometer von zu Hause weg und ich habe kein Vertrauen zu Pflegediensten und so weiter. Und bevor es so weit kommen würde, wirklich hier wirklich die Zelte abbrechen und dann die Umgebung ziehen und mich persönlich um sie kümmern. Im Moment wohnt er aber noch zu Hause. Er wohnt noch zu Hause. Und er hat jetzt wirklich euch allen ins Gesicht gesagt, das wird mir zu viel mit der kranken Mutter, ich ziehe aus? Genau. Hat er das wirklich so formuliert auch? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, also ich fand es auch extrem krass. Das ist ja unfassbar. Ja. Schämt er sich denn nicht? Nee. Weiß deine arme Mutter das schon? Nee. Das muss für deine Mutter auch, wenn sie das noch so mitbekommt, ganz schön sein, dass sie so, von ihr... So fit ist sie schon noch, also dass sie das wirklich verstehen würde, aber... Hältst du es für möglich? Ich habe das gerne übers Herz gebracht, ihr das sozusagen jetzt wirklich mit seinen 75 Jahren, wo er zu Hause war, jetzt packt er einen Koffer. Mhm. Hältst du es für möglich, könnte es eventuell sein, dass er das nur so im ersten Schock gesagt hat und dass es nicht durchzieht, oder glaubst du, der zieht es durch? Ich glaube, er zieht es durch. Wann kommt die Mutter denn nach Hause aus dem Krankenhaus? Das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich kommt daran ja noch ein Reha-Aufenthalt. Das heißt, das dauert noch eine ganze Weile. Wird schon noch eine Zeit dauern. Also ich denke... Und er will das dann so organisieren, dass wenn sie nach Hause kommt, er schon weg ist? Ja, denke ich schon, ja. Also ich weiß nicht, ob er definitiv jetzt schon nach Wohnungen sucht, weil ich habe momentan auch keinen Kontakt mehr mit ihm, weil ich wissens empört bin. Habt ihr richtig Streit gehabt miteinander? Deshalb? Ja. Und der andere Bruder ist hoffentlich auf deiner Seite auch? Er ist vollkommen auf meiner Seite, hält auch nicht vom Pflegedienst zwecks meiner Oma. Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Der hat auch gesagt, also, aber der wohnt noch weiter weg als ich. Bei dem sind es ca. 250 Kilometer. Was hat denn der Bruder, der jetzt ausziehen will, was hat der dir oder euch denn erwidert, als ihr ihn recht scharf kritisiert habt? Also das waren Argumentationen, um es mal auf Deutsch zu sagen, unter aller Sau. Also da, das waren lauter leere Worte. Das ist wirklich, also ich kann mich da nicht drum kümmern, wenn die das Bett voll macht. Also ich kann das nicht sauber machen und ich ekel mich davor und das wird mir alles zu viel. Und wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es auch nicht weniger für ihn ist, wenn er sich eine neue Wohnung sucht. Der hat ja keinerlei Erfahrung da, zum Beispiel mit Waschmaschine bedienen oder ähnliches. Der kann vielleicht sich nicht mal einen Kaffee kochen oder ein Spiegelei machen oder weiß ich was. Ja, richtig. Mhm. Das wird vielleicht gerade noch so funktionieren, aber dann ist wahrscheinlich auch schon Ende. Also macht der Bruder euch denn Vorwürfe, dass er sagt, na, ihr habt gut reden, ihr seid weit weg, dann kommt ihr doch. Hat er das gesagt? Nee, so nicht, nee. Aber er ist halt so der Meinung, ja, es gibt ja Pflegedienste und damals bei Oma hatten wir scheiß Erfahrungen, es gibt ja noch andere. Aber ich habe da einfach nicht mehr das Vertrauen. Also ich würde dann wirklich lieber selber dahin gehen und mich persönlich drum kümmern. Also, ich meine, kein allgemeines Urteil über Pflegedienste, da gibt es durchaus sehr, sehr, sehr gute Sachen und Organisationen, die das auch gar nicht in ein schlechtes Licht drücken. Und wenn man auch als Kind dabei ist und ein Auge drauf hat, kann man das ja sogar alles zusammen. Könnte man das auch hätte ja dann in dem Sinne auch die Möglichkeit, da ein Auge drauf zu halten. Du wohnst, wie viele Kilometer sagst du gerade, wohnst du entfernt? 25. Bist du denn beruflich dort fest verankert, wo du jetzt wohnst? Ich momentan nicht, aber meine Freundin, die arbeitet in einer behinderten Kindertagesstätte und sie würde das auch nur wirklich sehr ungern aufgeben. Aber du spielst ernsthaft jetzt mit dem Gedanken, zumindest du könntest ja erstmal für eine Weile dorthin gehen und dann hättest du halt eine Wochenendbeziehung. Wobei Wochenendbeziehung auch schwierig ist, wenn man einen Pflegefall zu Hause hat. Ne? Ist alles kompliziert. Ja, also das war damals ja auch schon, wie ich bei der Bundeswehr war, mit meiner Freundin immer so das Hauptthema, dass sie das nicht wirklich will, so nur Wochenendbeziehung. Hätte denn deine Freundin Verständnis dafür, wenn du sagst, ich muss zur Mutter? Sie hat gesagt, sie steht 100% hinter mir. Also wenn es wirklich sein sollte, dann hört sie da auch auf und sucht sich dann in der Umgebung eine neue Arbeitsstelle. Das ist ja schon mal toll, ne? Ja, die steht vollkommen. Das muss man hoch einschätzen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Ich finde deine Einstellung ganz toll, Christian, dass du das überlegst und dass du das eventuell dann auch machst und bin empört über deinen Bruder. Ja, also wirklich empört. Weil das war auch so eine Situation, gut, ich war wirklich nie sonderlich davon begeistert, dass er noch zu Hause wohnt, aber wir hatten eigentlich immer einen mehr oder weniger richtig guten Kontakt. Nur seit dieser Aktion, also ich dachte, ich einen ganz neuen Menschen in ihm.
Wie war denn das? Er ist nur 45. Hatte er denn zwischendurch auch mal Beziehungen? Ja, also er hatte eine feste Freundin für 2 bis 3 Jahre, aber das ist auch nicht ausgezogen. Die hatte eine eigene Wohnung, wo er dann auch mal hier oder da so eine Woche war, aber ausgezogen wirklich ist er nie. Und dein Vater, sagtest du gerade, ist auch sehr zornig jetzt auf den Sohn. Richtig, weil er jetzt auf Deutsch gesagt den Schwanz einzieht, wo es hart auf hart kommt. Wie soll denn das dann bloß weitergehen, wenn der jetzt wirklich auszieht? Ja. Dann kommt der dann irgendwann einfach mal zu Besuch dahin und besucht die kranke Mutter? Ich hatte gehofft, du hast eine Antwort darauf. Ja, natürlich nicht. Wie gesagt, was soll ich dazu sagen, also außer das, was ich schon gesagt habe? Und aber das finde ich auch eine super schwierige Situation momentan. Also, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie heftig jetzt der Streit war, ich würde den dann nicht sehr gerne da in der Wohnung zunächst sehen wollen. Also ich sag mal, wenn es wirklich so kommt, dass er jetzt die Wohnung meiner Eltern verlassen würde, dann würde ich den Kontakt mit ihm auch aufgeben. Dann Wobei alles entscheidend ist die Mutter. Wenn die Mutter ihn sehen will, dann muss man die Tür öffnen, das ist klar, ne? Natürlich, da stehe ich auch gar nicht dazwischen, aber ich möchte dann keinen Kontakt mehr mit ihm, wenn ich so hängen lässt. Ja, verstehe ich. Das kann ich gut verstehen. Da wäre für mich der Fall auch erledigt, ja. Schlimme Geschichte, Christian, schlimme Geschichte. Aber ich finde es toll, dass du so denkst und finde auch toll von deiner Freundin, dass sie an deiner Seite steht. Das ist vorbildlich. Ich wünsche euch und eurer Familie von Herzen alles Gute, Christian. Okay, dir auch weiterhin eine tolle Zeit. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Bis vor deiner Sendung. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt Hotel Mama. Ich möchte gerne mit Mama Söhnchen reden. Gerne auch mit den Müttern von Mama Söhnchen und wie das ja gerade auch schon der Fall war, mit den Partnerinnen von Mama Söhnchen. Oder auch, wir wechseln das mal in das andere Geschlecht, das gibt es ja bei Frauen genauso, dass Frauen nicht von zu Hause wegkommen und sich von der Mama bekochen und beputzen lassen. Also umgekehrt würde ich auch sehr gerne sprechen. Jetzt geht es weiter mit Alex und Alex ist 36 Jahre alt. Alex, guten Morgen. Hallo? Ich höre nichts. Alex? Hallo, Alex? Alex ist irgendwie nicht da. Dann gehen wir mal nach Sunelt. Hallo Sunelt, 57, guten Morgen. Ja, hi Domian. Schön, dass du da bist. Ja, hier spricht die Übermutter. Die Übermutter? Ja, das heißt normal, ne? Ja, also späte Mutter, junges Kind, der ist 17, der wird 18, auch Einzelkind. Mhm. Ja, der genießt hier alles in vollen Zügen. Also Einzelkind, 18 Jahre alt und genießt also... Er wird 18. Er wird 18. Haben wir mal verschonen auch, ja, ne? Okay. Ende Mai, ja. Und ich muss wohl dazu sagen, schulische Sinn ist okay. Der hat seine Realschule beendet, der macht jetzt höhere H. Und die Höhere Handelsschule. Ja, mhm. Also ich muss sagen, also er hat eigentlich noch mehr dahinter, ne? Ja. Wenn er wollte, wäre er überdurchschnittlich. Ja. Aber möchte ja auch nicht sagen, er ist so ein Streber, ne? Aber du sagst Übermutter. Ja. Du nennst dich selbst eine Übermutter. Ja, Übermutter. Weil du ihn so spät bekommen hast? Nee, ach Quatsch, nee. Weil er Einzelkind ist? Nee, auch nicht, weil er Einzelkind ist, weil er halt bedient wird. Ja, nee, warum bist du so? Das meine ich damit. Warum bist du eine Übermutter? Ich finde das gut. Ich hatte einen jüngeren Bruder, einen älteren Bruder und so ein Nachkriegskind und man musste viel entbehren. Ja. Und bei uns war auch eine strenge Hand. Also das hieß beim Essen, Händchen auf den Tisch und Augen nach gerade. Und wie einer hat sich da mal gemuckt, der hat dann wirklich einen Schlag gekriegt, der floh immer vom Stuhl. Ne, jetzt nicht übertrieben, nicht untertrieben, es war so. Und bei uns ist es eigentlich das Gegenteil. Hier herrscht eigentlich ein guter Ton. Ich verstehe. Du beziehst jetzt die Position, ich bin eine Übermutter und finde das auch gut so. Ja, ja. Er soll es genießen. Das Leben wird nur hart und schwer genug.
Ja. Ja. So, nun haben wir gerade schon so einige Fälle gehört. Ja, Halleluja. Ne? Ja. So darf es natürlich nicht enden. Er ist jetzt, Nein. 17, 18, da kann er auch noch gut zu Hause wohnen. Das ist ja auch völlig okay noch. Aber hast du das denn auch so ein bisschen im Kopf, dass du, ich finde, das gehört ja auch zur Verantwortung der Eltern dazu, dass man auch darauf achtet, dass die Kinder Verantwortung tragen lernen und eine Selbstständigkeit auch hinkriegen. Hast du das so im Blick, dass das nicht aus dem Ruder läuft? Doch, habe ich im Blick, doch. Wir waren gestern zum Beispiel bei einem Arzt und im Königswinter und der hat seine Sache selber geschildert und stand auch selber seinem Mann und ich brauchte da gar nicht mit rein, das kann er. Ja, also das finde ich ja nur von einem fast 18-jährigen Jungen auch selbstverständlich. Ohne weiteres. Ja, aber so vor 2-3 Jahren musste Mutter dann auch mit, ne? So ein bisschen, wenn ich dabei saß. Aber diesmal, der ist eigenständig. Der hat auch schon so lockere Freundschaften gehabt mit Frauen und so, aber hat der eigentlich auch noch keinen Sinn, weil er hat gesehen, bei den meisten endet das eigentlich immer an einer gewissen Zeit, da will er sich nicht antun. Der war zwar auch schon öfters verliebt, aber so richtig, er möchte in dem Alter, was er sagt, noch keine feste Bindung haben. Bist du auch der Auffassung? Bist du auch der Auffassung? So wie er meint, ne? Also dir wäre das egal, wenn er jetzt mit einer festen Freundin ankäme, gerne, wird auch gemuttert, klar. Also da hast du nicht Angst vor, dass da plötzlich eine Frau in Konkurrenz zu dir tritt? Nee. Ich glaube, er hat Angst vor, dass ich die dann übermuttere. Ach so. Ja. Was glaubst du denn, was ein guter Zeitpunkt ist, wo man sagt, na, den Knaben lassen wir jetzt mal aus dem Haus raus? Ja, ich sagte eben schon zum Kollegen, damals zu unserer Zeit war es mit 21, ich denke so um den Dreh rum, wenn er dann möchte. Ja. Okay. Ja, ich erinnere mich auch, dass wir so früher so, das war unser Ziel, so schnell wie möglich auf eigene Beine auch zu kommen. Klar. Ja. Ja, aber. Ja, feiern und so. Aber wie gesagt, er ist, gut, der hat in der Schule auch Partys gefeiert. Der war noch ganz jung, der war gerade am 5. Schuljahr, ne? Mhm. Da war Security in der Realschule. Warum? Weil es da auch drunter und drüber ging und mit Massenschlägerei, mit Drogen, mit Sauflausch. Und dann gedacht, Halleluja, ne? Mhm. Aber er durfte alleine hin, wir haben eine Zeit ausgemacht, wir haben ihn da wieder abgeholt. Ne? Mhm. Aber er hat eigentlich nicht diesen Hang, den ich früher verspürt habe, discomäßig. Ja. Er macht einen Kraftsport, ja. Der hat noch vor 3 Jahren knapp 50 Kilo gewogen, der ist 1,75 groß. Mhm. Der wiegt jetzt gute 100 Kilo. Alles. Wow. Er sagt immer, alles Muskelqualität. Dann ist er eine Kante mittlerweile. Ja. Dann ist er eine Kante. Du lebst aber nicht mit ihm alleine, sondern mit dem Vater auch zusammen, ja, ne? Ja, der hört dich im Wohnzimmer. So, schöne Grüße. hat der Sohnemann denn so eine enge Bindung an den Papa genauso wie an dich? Auch eine enge Bindung, aber nicht so eng. Nicht so eng. Nee. Würdest du sagen, dass ihr beiden, dein Sohn und du, sowas wie beste Freundinnen seid? Dass ja, eigentlich manchmal auch seelenverwandt. Manchmal denkt man, wir ticken manchmal auch richtig genau. Also denke ich manchmal auch, wenn ich im Spiel gucke, Halleluja, du bist keine 20, du bist keine 18, du gehst auf die 60. Ja. Also ihr erzählt euch so und er erzählt dir auch alles. Hast du einen Eindruck? Was heißt alles? Ich denke mir vieles. Mhm. Ja. Die sind zum Beispiel Abschlussfahrt in der 10. Klasse, da ging es auch drunter und drüber. Sogar Sex im Bus wurde gemacht. Entschuldigung, die Lehrerin hat nichts mitbekommen. Die hatten nicht eher, aber einen Teil auch Drogen an Bord, zu trinken an Bord. Mehr oder weniger hört das in der heutigen Zeit zu. Ja? Mhm, er hat sich auch eine beim Durst getrunken oder auch zwei. Er war stockbesoffen und das war es dann. Und hatte auch Sex im Bus? Eher nicht, ein anderer. Ach so. Ja. Spricht er mit dir auch über Sex? Ja, klar. Über seines, weil er jetzt mit Frauen treibt, natürlich nicht. Das nicht, ja, irgendwie ein bisschen Geheimnis muss ja auch noch bleiben. Weißt du, eigentlich, wie du das jetzt schilderst, klingt das ja wirklich als eine sehr tolle Familie, die ihr seid. Ja. Was will man eigentlich mehr? Und wir haben auch einen guten Opel, sagen wir mal, der Opel, der bleibt öfter stehen. Und gestern bis Königswinter hat er gehalten, ne? Da beten wir ein paar Stoßgebete, weil der Opel, der wird auch 18 Jahre. Ne? Ach so. Ja, und die zwei hängen ewig am Internet. Was kaufen wir uns jetzt? Mein Mann immer, wir sind nur ein Verdiener. Mein Mann ist guter Facharbeiter. Er verdient nicht schlecht. Er bringt uns alle gut über die Runden. Aber man muss natürlich auch abwägen, was bringt die Zeit? Wer wird mal krank? Ist klar. Der Wagen muss immer weiterlaufen. Und mein Sohn, der hat natürlich schon das Beste überhaupt ausgesucht. Ne? Ist klar. Aber träumen darf er. Was für ein Berufswunsch hat der Sohnemann denn? Ja, keine Ahnung. Noch keine Ahnung?
wir sind auch viel in Kontakt mit dem Heilpraktiker, viel in Kontakt mit Ärzten, weil er halt eine Krankheit heißt, die heißt Sinulus pilanus, das hast du schon auch schon gehört, der hat die kleinen Löcher hinten im Po, an der Po-Ritze, und die gehen dann wie dicke Dachsgänge auseinander. Nee, so, das kenne ich so nicht, aber das können wir leider jetzt nicht vertiefen. Nee, ich sag nur, ne, und das hat uns auch ein bisschen zurückgeworfen und deswegen sind wir auch viel mit Heilpraktikern und Ärzten in Kontakt. Ja. Und der Heilpraktiker, der uns jetzt auch wirklich sehr lange kennt, meint, er hat auch ein gutes Händchen für Menschen, er kommt auch gut mit Menschen. Ach so, ja, vielleicht wäre das sogar. Auch mit Katzen, aber dann ist er verkehrt im Beruf, der macht kaufmännische Schule. Ja, dann ist er verkehrt, aber er ist noch jung und er kann auch nochmal einen anderen Bereich einschlagen. Ist gut, oder? Absolut. Sunil, ich freue mich, dass wir... kommt er mal zu dir und macht deine Buchführung. Oder so. Ich wünsche eurer Familie alles Gute und ja, lass ihn rechtzeitig gehen. Ciao. Tschüss. In der Technik, Gundel Blendin. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin, schöne Nacht, gute Nacht. Tschüss.